Servus Leute, seit 3 Tagen läuft die Beta von Arena Breakout Infinite, ein neuer Extraction-Shooter, der sich schon ein bisschen an EFT orientiert. Ich konnte spielen und in diesem Video will ich euch mal meine Meinung zu diesem Spiel sagen und ein bisschen Gameplay habe ich auch noch. Viel Spaß! Arena Breakout Infinite, ein Mobile-Game, das jetzt einen PC-Port bekommt und da kann man ja erstmal ein bisschen skeptisch sein, das Ganze aus chinesischer Produktion, Free-to-Play und mit viel Monetarisierung und auch Pay-to-Win auf Mobile, was ich gehört habe. Aber ich muss sagen, es ist besser als erwartet, es ist sehr kurzweilig, es hat viele positive Aspekte. Ich konnte jetzt ca. 6 Stunden spielen, ist natürlich noch nicht viel und wie da die Langzeitmotivation ist und so, ist da schwer abzuschätzen, aber ich wage es trotzdem mal. Also erstmal zu den positiven Dingen. Das Spiel läuft sehr, sehr gut. Für eine Closed Beta läuft es phänomenal. Also ich hatte keinen einzigen Stutter. Es hat nicht wirklich geleckt. Die Server halten, ist eine Closed Beta und sie lassen bloß so viele Leute rein, wie die Server wahrscheinlich auch halten. Aber das haben sie wirklich gut hinbekommen. Und es hat einen Haufen Quality of Life Features, die es zum Beispiel bei Spielen wie Tarkov nicht gibt. So Quick Heal Sachen, Quick Equip und Das ist wirklich gut. Und wenn man spielt, es fühlt sich so an, wie, ja, als ob EFT im Call of Duty-Universum ein bisschen vereinfacht wurde. Ne? Also es geht gut von der Hand. Man steigt da recht schnell ein. Man hat schnelle Action, man hat schnell PvP. Die Maps sind relativ klein. Und es geht halt. Es ist nicht so dieser Hardcore-Survival, dieses Hardcore-Survival-Feeling, was EFT bietet. Aber es ist so dieses schnelle, eher Arcade, sag ich mal. Man spielt halt recht schnell, man equippt sich recht schnell, man stirbt auch recht schnell und das Geballer, die Fights machen Spaß, die AI ist auch gut. Die Maps, ich habe bis jetzt bloß 2 gespielt, Farm und Valley. Farm ist sehr klein, ist aber auch eher so die Anfänger-Map und dann Valley ist ein bisschen größer, das ist halt, ja, ein bisschen so Wälder mit Hügeln und hier und da ein Compound und sowas. Ist gut, taugt, aber das ist halt, wie gesagt, es ist sehr kurzweilig. Wie lang da die Langzeitmotivation ist, wie lange das einen bei der Stange hält, dieses schnelle PvP, das ist schwierig zu sagen. Ich denke mal, es wird nicht so diese Langzeitmotivation bieten. Es ist auch im Moment so, es fehlt ja Progression in dem Spiel. Also man kann halt irgendwie von Anfang an alles kaufen, es ist sau teuer. Man geht recht schnell pleite in der Beta. Ich weiß nicht, wie das im fertigen Spiel sein wird, ob da noch Pay to Win, also ob man da irgendwas bezahlen muss. Ich habe schon gesehen, der Container hat einen Timer von 13 Tagen oder so bis zum Ende der Beta, wenn man ihn bekommt. Und im Mobile Game ist es wohl so, den Secure Container muss man bieten. Also ja, sie werden hier und da noch ein Preisschild dranhängen. Es ist Free-to-Play, sie müssen es monetarisieren, ist ja natürlich ganz klar. Mal sehen, was da noch kommt. Und man merkt schon, es kommt von Mobile, also auch in der Menüführung oder so. Man ist da im Menü und man kriegt einen neuen Trader und dann kriegt man erstmal was umsonst und ich klicke hier und claime hier und so. Das hat es schon auch ein bisschen mit in das Game reingeschafft und ich habe das Gefühl, man progresst recht schnell. Also ich habe jetzt 6 Stunden so circa gespielt und bin Level 15 und habe schon irgendwie 4 Trader unlocked und kann irgendwie alle Waffen kaufen. Wie gesagt, das geht im Flea Market, aber apropos Flea Market, es wurde viel von EFT übernommen, also das merkt man beim Loot, das merkt man bei ganze Assets, ganze Waffenmodels. Im Code standen wohl auch Sachen wie Killer und Gluha und der Codename von Sturmern, hat man auf Twitter gelesen, also es ist schon so, dass sie wirklich viel von EFT übernommen, wenn ich sozusagen geklaut haben, aber darüber will ich jetzt mal nicht urteilen. Es schwebt halt nur so bei diesem Game mit und merkt man halt an vielen Stellen, also wenn man EFT gespielt hat und dann ist man mit vielen Sachen vom Loot schnell vertraut. PCs, Loot, Capacitors und sonst was, werdet ihr auch gleich im Gameplay sehen. Aber ansonsten ist es ein recht spaßiges Game. Wo ich das Problem sehe, ist natürlich diese Langzeitmotivation. Ne? Ein neues Game ist immer erstmal, ja, ist geil, okay, und neu und neue Art von PvP und hier und da ein paar neue Mechaniken. Macht natürlich erstmal Spaß. Wie gut das Game ist oder ob es dann abliefern kann, das wird sich dann erst so nach 100, 200 Stunden zeigen, ob es dann abflacht oder ob es dann wirklich bei der Stange hält. Bei EFT ist es ja der Fall, da ist halt dieses wirkliche Hardcore-Survival-Feeling, das kommt bei diesem Spiel nicht wirklich auf. Das ist eher so Arcade. Ja, es ist nicht so dieses bedrückende Gefühl, was man in Tarkov hat. Es ist alles etwas auch heller gestaltet und offener und mehr auf schnelle Action.
Aber ja, ich fange an, mich zu wiederholen. Gutes Game, Potenzial und ich denke auch wesentlich besser als Greyzone. Ich schätze es wesentlich besser als Greyzone, weil ich denke, Greyzone wird sich mit dieser Konkurrenz ja, auch nicht glücklich schätzen dürfen. Also Arena Breakout hat viel Potenzial. Es schweben halt so negative Sachen mit wie Pay-to-Win, dass es beim Free-to-Play kommt aus chinesischer Produktion. Das ist auch ein bisschen kritisch zu betrachten, dass sie viel geklaut haben von Tarkov. Das finde ich auch sehr kritisch. Ich bin ja reiner Tarkov-Streamer. Gutheißen kann ich das nicht. Aber so ist es halt. Und schauen wir mal, wo es hinführt. Und ich denke, die Beta läuft noch ein paar Tage. Ich werde es vielleicht auch noch ein, zwei Mal auf dem Stream spielen, je nachdem. Vielleicht kommen ja noch ein paar Patches. Aber mein erstes Urteil ist, guter Shooter, sehr lustig. Aber ich denke, nach 50 bis 100 Stunden ist da auch wieder die Langzeitmotivation raus. Und ob sie die noch in Zukunft bieten können, das bleibt abzuwarten. Und wie das Ganze mit der Monetarisierung aussieht, das ist halt so dieses Damoklesschwert, was da noch drüber schwebt. Weil in der Beta ist natürlich noch nichts monetarisiert. Es ist alles for free. Und was man wirklich sagen muss, das Spiel hat eine saugute Performance. Ich habe mit meiner 3080, also das war das Bottleneck, die läuft dauerhaft auf 100%. Ich hatte keinen einzigen Ruckler. Ich habe auf High gespielt mit so 160 bis 200 FPS. Und da geht noch wesentlich mehr, wenn man eine 4090 hat, sind da 250 FPS konstant drin. So um den Dreh. Also das ist super. Es leckt auch nichts, die Server funktionieren. Und die Quality of Life Features. Da haben sie gute Ideen und haben vieles vereinfacht. Aber das ist auch genau die Sache. Ne? Bei Tarkov hatten wir diese Langzeitmotivation, weil es nicht einfach ist. Und das geht dann hier vielleicht ein bisschen. Ne? Sie haben alles einfacher gestaltet, alles ein bisschen aufgeweicht. Und die Mechaniken sind halt für den Anfang, ja, gehen schön von der Hand. Aber auf hunderte von Stunden gesehen, weiß ich nicht, ob das einen bei der Stange hält. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Gameplay für euch. Ich habe einen guten Raid auf Farm gehabt. Ich habe ein paar Quests gemacht. Das sind diese typischen Quests. So, ja, laufe hier hin, kille das, loote das. Und dann extracte wieder. Aber da war viel PvP. Man hat eh viel Action in den Raids. Farm ist eine recht kleine Map, wie ihr gleich sehen werdet. Ich habe da eine recht gute Waffe. Und die habe ich mir, glaube ich, gelootet. Die wurde aus dem Fliehmarkt gekauft. Recht teuer im Nachhinein, wie ich festgestellt habe. Aber ja, auf jeden Fall war ich auf Farm unterwegs und es gab PvP-Quests und Loot. Und denkt dran, ich bin nahezu täglich live auf Twitch. Link findet ihr unten in der Description oder im ersten Comment. Schaut mal vorbei, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Könnt mir ja sagen, was euch gefallen hat an dem Game, was nicht. Lasst es mich wissen. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gameplay. Die Ladezeit ist viel zu kurz, das geht gar nicht mit der Wette. Wie soll das funktionieren? Wo bin ich denn? Ach so, hier. Ich muss aufpassen, hier sind in etwa 20 PMCs. 2 Meter entfernt, so circa. So, Grain Center, wir müssen hier vorne rein. Vielleicht mehr Server auswählen, Derby. Oh. Oh, da oben ist er. Sind denn hier? Da ist einer hinter der Tür.
war ein Spieler. Ich glaube, wir machen erstmal ein bisschen Ammo, ja? Klar, geht Medusa, hast du ja gerade gesehen. Ich liebe dieses Game, ja. Der Recoil ist nicht so hoch, der ist halt ein bisschen... visueller Recoil ist halt recht hoch. PC ist looten, okay. Plexiglas, ja. Der Dobser ist gerade close, Peter. Also sie hauen immer mehr Keys raus. Semiconductor Chip, Flash Drive. Den heben wir mal auf, den brauchen wir für eine Quest. Kenn ich. Hey, der ist da. Shit, ist einer meiner Mods da und kann man vielleicht kurz aufschreiben, meine Meinung. Dann sage ich es jetzt nochmal und dann kann oben die Nachricht angepinnt werden. Oder klippen. Ja, klippen. Wir machen den Clip. Wenn einer meiner Mods da ist oder so. Ist ja keiner da. Das habe ich ja von dir gelesen, Medusa. Alles gut. Eine Watch? Die Pocket Watch! Okay. Ja, das Game ist, hat Potenzial, ist sehr kurzweilig. Technisch finde ich es beeindruckend. Es sieht zwar nicht so gut aus, finde ich, aber es läuft sehr gut. Es macht überhaupt keinen einzigen Ruckler. Die Server laufen. Sau niedrige Ladezeit, ja. Ich weiß nicht, ob das ein PMC hier war, ich glaube aber schon. Es macht Spaß, ja. Die Frage ist halt, wie lange, ne? Ja, staying alive, nice. Keine Ahnung, was da was wert ist, ey. Kann ich das jetzt trinken oder muss ich die alle wirklich mitbringen? Das probieren wir jetzt mal. Eins habe ich, okay. Ah ja, stimmt, das Geld wird angezeigt, ne? Ja, Barracks, wenn ich gleich... warte, wir machen gleich mal die Meinung zu diesem Game. Dann einmal klippen und Ausrufezeichen Meinung. Oder Ausrufezeichen, ja, doch Meinung. Also. Oh, ich bin overweight. Das Game ist besser als erwartet. Es ist technisch sehr gut, es läuft sehr gut.
Wenig Ladezeiten und die Server halten auch. Finde ich gut. Ich glaube, dass die Langzeitmotivation nicht da sein wird. Es ist sehr kurzweilig, es ist sehr PvP-orientiert. Es ist nicht so mit dem Hardcore-Aspekt. Es hat viel Quality of Life, wo sich Tarkov auch viel abschauen kann. Und ja, alles Weitere muss ich noch ein bisschen mehr spielen. Ja, jetzt plötzlich ein Servus. Erkennst keinen Unterschied? Ah! X-Boris, Servus. Es hat sehr viel von Tarkov geklaut, ja. Ja, easy. Ich sag's mal so. Wenn es um Shooter geht, habe ich ein gewisses Talent. Habe mich schon immer recht leicht getan, in neue Spiele reinzufinden. Rorschachs, das kommt erst noch. Commander, viel Spaß auf der Couch. Ja, was heißt Veteran? Ja, Veteran auch. Aber ich sag mal, ich war schon immer sehr gut in Shootern. Rorschachs immer gern. Die Waffe sieht 1:1 aus wie im echten Leben. Ja, das ist. Also bei den Waffen und sowas will ich Ihnen jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen, ne? Aber sie haben halt. Beim Loot und sowas, ne? Und alles Mögliche von Tag auf. Scarf Runs und so. Sie haben sich da schon sehr bedient. Und inspirieren lassen, sag ich mal. Was muss ich jetzt hier machen? Recycling Office Key, den habe ich ja nicht. Hier. Okay, da komme ich rein. Alright. Rorschachs, viel Spaß. Ich sag mal, jetzt am Anfang macht das Spiel echt, es macht Spaß. Es macht Spaß. Es wäre ja auch schrecklich, wenn du da was Neues spielst und es erstmal nicht Spaß machst, ne? Neue Spiele machen meistens Spaß, also sie sind wirklich hart verkackt. Interessant wird's halt, ne? Mit der Langzeitmotivation. Hier ist jetzt gerade wenig los. Also was ich hier auch nicht fühle, ne? Ist halt so Progress. Man progresst extrem schnell. Verhältnismäßig. So in Tarkov. Keine Ahnung, hätte ich jetzt so 3,5 Stunden Tarkov gespielt, dann würde das hier nicht so aussehen. Es geht um die Langzeitmotivation, ganz genau. Und das ist das halt das Problem, ne? Hier, bisschen schießen, bisschen PvP. Klar ist es witzig. Aber es ist für Langzeit, glaube ich, zu simpel. Ne? Und das wird, glaube ich, das Problem werden.
So ist es, ne? Und hier hast du den 7. Trader freigeschaltet. Bessere Ammo. Die nächste Map. Und dies und das. Bei Tarkov hast du noch richtig beißen müssen, ey. Da bist du noch am... Keine Ahnung, da suchst du noch die zweite 1-2-3 Shotgun oder zum Blödsinn. Danke, Barracks. Simpler ist nicht automatisch besser. Jemand. Das war ein Spieler. Oder Players Guess. Nett. Level 10. Wenn ich das jetzt drop, kriege ich es wieder? Keine Ahnung. Ja, nach dem Tutorial bekommst du einen Secure Container. Oha, was ist das denn für... Was ist das denn hier? Was ist denn er hier für eine schöne AK, ey? Halt, T. Ist hier irgendwo rein, ne? Was ich hier machen? Obtain the recycling office key, okay. Oh man. Der wird wahrscheinlich bei derselben Mission gewesen sein. Jetzt? Da ist er. Da ist er. Tag auch auf Wish, ja, mit mehr Quality of Life. Es macht Spaß tatsächlich.
Alter, scheiße. Herr Prinz Karl, ausruft seine Meinung. Ey, scheiß drauf, komm. Tu mal ins Netz rum. Geh's raus hier. Schön Doppelkill noch gemacht. Ja, Sebi, wenn es Probleme macht. Bei mir hat es auch Probleme gemacht mit der Capture Card und so. Dann einfach lassen. BSG wird sich hier was abschauen. Ich bin mir sehr sicher. Nikita und komplett Battlestate Games, die haben Augen im Kopf. Und die sehen hier sicherlich einiges an Quality of Life. Ich meine, wenn die schon von BSG klauen, dann können die sich da auch was abschauen. Ne? Die kopieren es nicht 1:1. Und ich denke, am Ende wird es wirklich so sein, dass wir... dass wir davon profitieren. PMC Operators? Was? Wann habe ich denn die, gemacht? Wow. Okay. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Da gibt es doch hier die Übersicht. 5 PMC Operators. Da, Combat History. So. Entered official lay. Ah, hier, das war irgendwo ein... das war ein... Und dann hier, wie steht's da? Ja, nice, okay, passt. Passt. Inside.